Ist nicht mehr viel rum. Aber siehst du, die Natur hat schon alles aufgefressen. Ein paar Bandler sind über. Das ist alles, was geblieben ist. Die Natur nimmt alles entgegen. Schau, wir in 100 Jahren, wir sind ein Haufen voller Dreck. Von uns bleibt gar nichts. Gar nichts. Schau diesen Felsen hier an. Schau dieses Moos. Schau mal das. Schau, wie das tropft hier. Das ist doch Magie, das ist fantastisch, das ist paradiesischer Zustand. So etwas kann kein Gartenarchitekt schaffen, das kann nur die Natur. Du musst die Natur in ihrem Sein überlassen und dann entfaltet sie sich in einer wunderbaren Art, dass einem Hören und Staunen, also dass du nur so staunst. Das ist einfach, das ist eben der Mensch. Er kann nur alles zerstören, er kann nichts Lebendiges schaffen. Er kann sich zwar fortpflanzen, aber ist ja nicht sein Verdienst. Das ist ihm von Natur auf auferlegt. Aber die Natur schafft immer neues Leben. So, jetzt habe ich eigentlich schon Predigt. Gut. Ja, ja.